Hallo und herzlich willkommen auf Alex Reviewed, eurem Technikkanal im Internet. Toll, dass ihr das Video wieder angeklickt habt. Heute haben wir, wie ihr unschwer sehen könnt, wieder einen neuen PC. Dieses Mal einen Fujitsu PC und der ist richtig schnell und den möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist hier unten ein Intel Core i5 Aufkleber. Das ist ein Intel Core i5 V Pro Prozessor, das ist auch ein besserer PC von Fujitsu, ist auch ein besserer, der ist richtig schnell, aber das zeige ich euch nachher später im Video. Und was er auch noch hat, was auch recht super ist, ist nämlich USB 3.0, vielleicht kann man das hier schlecht, ein bisschen schlecht sehen, aber hier sind USB 3.0 Anschlüsse, sieht man ein bisschen. Sind auf jeden Fall USB 3.0 Anschlüsse. Was haben wir hier noch? Brenner haben wir hier, ganz normaler, stinknormaler Brenner haben wir hier drinnen und einen Kartenleser. Hier die Anschlüsse, Kopfhörer, Mikrofon. Hier der Power-On-Taster und das Fujitsu-Logo. Hier haben wir auch nochmal Festplatten-LED. Das war es hier so der Front. Jetzt gehen wir auf die inneren Werte, also was halt innen drinnen ist, ein. So, hier muss man den Deckel von oben her lösen. Da macht man den einfach zu, zieht den einfach weg. Hier ist nochmal so eine Aufnahme für so ein Kensington-Schloss. Das kann man dann hier so reinpacken, damit man den nicht klauen kann oder aufmachen kann und dann daraus rausnehmen kann. Ziehen wir den einfach raus, diese Klappe hier, ganz normal, Standardklappe, hier ist nichts Spannendes drauf. Was man hier schon sehen kann, ist hier die Grafikkarte, die, vielleicht kommt euch die bekannt vor aus einem Video, die habe ich in einen anderen PC eingebaut und die habe ich jetzt hier auch eingebaut. Hier sieht man den Kühler von dem Prozessor, wie vorher erwähnt. Hier haben wir 4 RAM-Module. Insgesamt waren original dabei 8 GB. Ich habe nochmal 2 GB, also 2 Module mit jeweils 1 GB reingesteckt. Hier haben wir natürlich so ein kleines Sondernetzteil. Das ist so ein Spezialnetzteil. Das hat nur einen Stromanschluss. Und die SATA-Anschlüsse gehen über auch so eine Art Molex-Stecker. So eine Art Molex-Stecker, den kann ich mal ranzoomen. Hier sieht man das recht gut. Hier geht dann die ganzen Kabel einmal zum Laufwerk hier oben. Einmal zum Laufwerk hier oben und einmal zu den unteren zu den Festplatten. Also hier ist nur eine Festplatte drin. In dem Fall eine SSD habe ich auch dabei gekriegt. Eine SSD, nicht mal so eine schlechte, eine Toshiba SSD, die ist jetzt hier drin verbaut, hier unten. Hier könnte man auch nochmal 2 ganz normale HDDs reinbauen, so große. Hier haben wir auch noch weitere Anschlüsse, hier kann man auch noch anstecken, hier die Grafikkarte. Hier haben wir Laufwerk, ganz normal. Hier haben wir auch einen Gehäuselüfter, kann ich auch mal kurz mal zeigen hier. Hier haben wir einen ganz normalen Gehäuselüfter. Hier von AVC, nee, Entschuldigung. Hier ist auch nochmal so ein Kühlblech, so zum Ableiten der Wärme. Ja, das war es jetzt hier eigentlich schon. Und wir haben auch noch einen integrierten Lautsprecher, das hatte ich auch noch vergessen. Was auch relativ selten ist bei normalen PCs, das ist ja auch ein Business-PC. Also eigentlich was eigentlich keiner so wirklich hat, eher so Firmen oder was weiß ich. Und der ist wirklich nicht schlecht, das werdet ihr auch danach in den folgenden Sequenzen sehen. Wie schnell der wirklich ist, das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch noch vorher, bevor ich hineinschalte, die Rückseite. Also die Rückseite, die Anschlüsse zeige ich euch noch. Und dann geht's an das Windows und die ganze Hardware, was da alles verbaut ist und so weiter und so fort. Und wie schnell der ist, das zeige ich euch nachher, wenn ich die hinteren Anschlüsse euch gezeigt habe. So, jetzt sind wir bei der Rückseite angelangt. Fangen wir mal von oben an. Hier haben wir ganz normal Stromstecker.
hier auch nochmal so ein Display-Kabelstecker, keine Ahnung. Einmal PS2-Tastatur, einmal PS2-Maus, 4 USB-Anschlüsse, einmal Displayport, einmal DVI, einmal serielle Schnittstelle, hier 2 USB 3.0 und nochmal 2 USB-Anschlüsse und ein Gigabit LAN. Und dann haben wir nochmal Stereo-Anschlüsse, also Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofon. Hier haben wir Grafikanschluss. Hier haben wir auch nochmal HDMI. HDMI und Displayport bei der Grafikkarte. Hier sieht man das HDMI. Displayport haben wir hier. Hier haben wir so Kühlschlitze, damit das so kühlen kann. Hier ist nochmal ein Aufkleber, der wurde ja drauf gemacht, dass die Festplatte gelöscht wurde. Und diese Dinger hier, das sind so Schnellverschlüsse. Und die kann man dann so rausklippen und dann kann man die Blenden einzeln rausnehmen. Aber jetzt wollen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden. Und jetzt zeige ich euch, wie schnell der ist. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich den Strom eingeschaltet. Der PC schaltet sich ein. Und hier kommt das Fujitsu Logo. Zuerst testet er nochmal alles durch. Und dann muss man noch manuell nochmal auf den Knopf hier drücken. Oder fährt gleich hoch. Ja, fährt gleich hoch. Jetzt seht ihr, wie schnell der PC eigentlich sein sollte. Schon fertig. Hier seht ihr den Windows 7 Anmeldebildschirm. Das Windows war nicht vorinstalliert. Das habe ich selbst drauf installiert, ist natürlich Windows 7 Professional, wie ihr es von mir kennt. Dann können wir uns das System angucken. Hier haben wir einen Intel Core i5 mit 3,20 GHz Leistung, 10 GB RAM, insgesamt 8,91 GB verwendbar. Das ist durch die Grafikkarte, die hier noch ein bisschen was abzwackt. Sie zwackt auch ein paar Gigabyte ab. Aber jetzt ist ja hier eine AMD Grafikkarte drinnen. Ja, der tut hier nochmal das Ganze hier durchtesten. Und es ist ein 64-Bit Prozessor, ist eh klar. Windows ist nicht aktiviert. Gerätemanager. Der Prozessor hat natürlich wie üblich für einen Intel Core i5 vier Kerne, 1, 2, 3 und 4. Hier haben wir Audio haben wir auch, hier High Definition Audio Driver und sowas. Laufwerk haben wir auch, das ist auch irgendwie so ein Laufwerk. Eine Grafikkarte haben wir auch mal, einmal die Asus und die Intel HD Grafikkarte, die auch nicht mal so schlecht ist, obwohl es eine Standard Grafikkarte ist. Und hier haben wir eine Toshiba SSD drinnen. Auch nicht mal so schlecht. Ja, der ist jetzt auch gleich fertig. Hier kann man auch nochmal in den Treiber reingehen. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal im Video gezeigt, wie man das installiert. Und wenn man so eine Grafikkarte in den PC reinpackt, das haben wir auch schon mal, habe ich auch schon mal gezeigt. Ja, also der ist relativ schnell, der Rechner. Normalerweise dauert dieser Schritt auch ein bisschen länger aus wie jetzt bei diesem PC, der ist recht schnell, da er eine SSD hat, ist er relativ flink. Hier ist Office installiert, wie ihr hier unschwer sehen könnt. Hier ist ein Office installiert, hier haben wir auch mal das, ja, Windows 7 ist drauf, gibt es ja auch leider keinen Support mehr. Updates habe ich auch schon eins gesehen, das gibt es, also ein Tool für, wo ist das, Windows Update, hier, Windows Update, da können wir hier mal auf Verlauf gehen und hier steht, was ist das, Media, okay, okay, das Windows Tool zum Entfernen bösartiger Software ist am 11.12. herausgekommen, ist genau an dem Datum, wo ich das installiert habe, herausgekommen.
wundert mich, warum eigentlich Microsoft noch so ein Update hier rausgebracht hat. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Die Logik von Microsoft versteht eh sowieso kein Mensch. Ja, gut. Hier gibt es keine Updates mehr für. Leider. Ja, eigentlich kann man schon wieder sagen, das war es jetzt hier von dem Video. Aber natürlich gibt es noch viel mehr zu erzählen. Das ist natürlich auch grundsätzlich ein Business-PC, den könnt ihr wahrscheinlich so käuflicher Werbung auch, aber ist natürlich ein Business-PC und mit so einem Prozessor würdet ihr wahrscheinlich den nicht kriegen. Können wir mal auf die Fuji zur Seite gehen. Ja, hier, ja, okay, egal. Okay, lassen wir das lieber. Gehen wir lieber auf unsere eigene Webseite. Also, hier haben wir ja wieder das Update. Da gibt es keine Updates mehr für. Das ist das Problem. Müsst auf jeden Fall ein Security hier haben. Ja, das war es eigentlich schon wieder von diesem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und klickt auf jeden Fall auf meine Webseite, die ist auch unten verlinkt und auch auf meiner Kanalseite ist sie verlinkt. Da könnt ihr, da gibt es noch ein paar Beiträge zu Tipps und Tricks, wie man Windows installiert, wie man Windows 7 installiert, wie man zum Beispiel ein Windows 10 Upgrade durchführt. Noch im Jahr 2019 wird es auch ein Video geben. Das kommt dann bald demnächst auf dem Kanal nach diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt auf jeden Fall mal auf meine Webseite rein. Da gibt es noch einige Tricks und Tipps, wie man einen PC wie man PC zusammenbaut, wie man eine Festplatte auseinanderbaut. Hier sieht man zum Beispiel auch ein paar Fotos. Video habe ich auch dazu gemacht. Und wenn ihr natürlich mich kontaktieren wollt und mir Hardware zusenden wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Aber da ist eigentlich eh relativ alles ganz genau beschrieben, wie das geht. Könnt ihr einfach eure E-Mail reinschreiben. Also ist eh alles gut erklärt. Ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht. Und ich sage bis zum nächsten Video und tschüss.